Bruni, ich mag ja gar nicht wissen, wie es jetzt in dir drinnen vorgeht. Was ist denn da heute abgegangen an diesem Tag für dich? Ich muss ehrlich sagen, es ist so viel Eindrücke, Emotionen, klar, noch viel Konzentration und Fokus aufs Spiel. Man hat gesagt, ja, genieße es, aber am Anfang ist es nicht genießen können, weil einfach der Druck oder das zu erreichen, der Wille war so groß. Und dann beim Rauswechseln natürlich auf der Satzbank ist man schon der eine oder andere Trainer dann kommen. Ja. Es war ja kein Gmadewiesen von Anfang an. Es hat ja geheißen im Vorfeld, bei Sturm ist die Luft ein bisschen draußen, aber leicht haben sie es euch nicht gemacht. Naja, man darf nicht vergessen, schon Graz ist Zweiter und das zweite Mal hintereinander. Also die haben schon einmal schon fast Qualität hat und wie man sieht, haben sie schon gut gespielt. Aber wir waren, glaube ich, erste Halbzeit wirklich sehr, sehr gut. Und ja, zweite Halbzeit haben wir ein Tor auch noch gemacht. Aber ja, wie gesagt, über das Spiel gar nicht zu viel reden. Ich bin einfach stolz, Teil der Mannschaft zu sein, der Gruppe. Noch einmal jetzt die Karriere zu beenden am dritten Platz, das hat einen hohen Stellenwert wirklich. Und was wir als Gruppe geschafft haben, ich kann das, glaube ich, ganz gut einordnen, weil ich wirklich bei vielen Mannschaften oder jede Mannschaft in den letzten 10, 12 Jahren da kennt habe. Und das war wirklich die schwierigste Ausgangslage und ich glaube, das meiste rausgeholt. Ihr habt ja, wenn wir jetzt ein bisschen auf die Saison noch zurückblicken, keinen leichten Start gehabt. Ihr wart nach ein paar Runden sogar Tabellenletzter. Hat es irgendeinen Knackpunkt gegeben, wo der für dich die Wende war? Oder war das einfach immer harte Arbeit, kontinuierliche Arbeit? Ja, ich glaube eher kontinuierliche Arbeit. Irgendwann haben wir dann einmal gemerkt, hey, wir machen Punkte, wir entwickeln uns, die jungen Spieler sind immer besser geworden. Wir alten Spieler, glaube ich, haben auch unser Leistungslevel erreicht. Und dann haben wir gemerkt, hey, es geht was. Und dann haben wir gesehen, dass bis auf Salzburg, dass jeder Gegner für uns in Reichweite ist. Und im Frühjahr haben wir dann, glaube ich, mit den 5 Siegen in Serie, glaube ich, den Grundstein dafür gelegt, dass wir dann dabei waren. Und ja, na, gut ab vor den Jungs. Ich bin wirklich so stolz auf die Mannschaft, auf den ganzen Staff, Trainer. Also es bedeutet mir wirklich sehr viel, Teil der Mannschaft gewesen zu sein. Und ja, danke an die Fans. Verabschiedung, was da los war, unglaublich, dass ich das miterleben darf noch einmal. Einfach nur Dankbarkeit, ich kann mich nur wiederholen. Schöner Abschluss, gell? Die Feier dann noch, die Fans, die auf den Plätzen geblieben sind, die meiste Zeit dann. Ja, danke auch den Fans, dass sie so diszipliniert waren, dass sie uns das ermöglicht haben. Ja, mit ein bisschen Abstand, wenn ich dann zu Hause sitze und mir mit den ganzen Geschenken mir alles durch den Kopf gehen lassen wird, dann wird das sicher noch einmal sehr viele schöne Momente hervorrufen und sicher emotional. Momentan prasselt sehr viel ein, aber wenn man sieht, wie die Fans am Feiern und was da los ist, dann merkt man, dass man schon einiges richtig gemacht hat. Und ja, an euch, auch hinter der Kamera, also ich kenne so viele Leute hier, das ist mein Zuhause geworden. Und da sieht man, wenn man was gibt im Leben, dann kommt auch was zurück. Und ich habe so viel zurückbekommen, also die Leute haben mir so viel gegeben bei dem Club und das ist wirklich sehr schön. Ganz zum Abschluss, wie geht es denn jetzt weiter für euch? Privat oder mit der Mannschaft? Die nächsten Stunden, die nächsten Tage. Ja, wir werden jetzt einmal uns dann oben im VIP-Club einfinden mit den ganzen Jungs. Und ja, ich bin jetzt bin ich kein Leistungssportler mehr. Das heißt, das eine oder andere Bierchen darf ja offiziell in meinen Körper rein. Hochverdient, okay. Ja, danke. Danke für alles. Ja.